Was geht ab, Leute? Hier mit ein paar Neuigkeiten. Und zwar wurde das nächste CD-Pokémon bekannt gegeben und es ist überraschenderweise nicht Trassler. Ihr kennt ja diese, ich habe ein Video dazu gemacht. Es gab eine Theorie mit einer Liste. Die Leute dachten, dass sie die Reihenfolge herausgefunden haben. Irgendwas mit alle Pokémon aus 10 Eiern, die 3 Stufen haben und dann immer ein Starter abwechselnd. Und ja, theoretisch hätte es Trassler sein sollen, aber ist es nicht geworden, sondern sehr, sehr überraschend, Evoli. Und nicht nur das, auch noch 2 Tage, am 11. und 12. August, Samstag und Sonntag. 2 Tage, jeweils von 11 bis 14 Uhr, so wie immer bei uns. Und dreifach Staub, fürs Fangen gibt es auch noch, also die 2 Tage zocken lohnt sich auf jeden Fall. Ich blende hier auch nochmal die Shiny-Form ein von Evoli und dessen Entwicklung. Sieht ganz cool aus. Und nicht vergessen, in Gen 4 bekommt Evoli noch 2 weitere Entwicklungen. Und heute wurde von Niantic ein Bild gepostet, wo die 3 Starter von Gen 4 zu sehen sind. Also ich denke mal, Gen 4 wird nicht mehr allzu weit entfernt sein. Also heute kommt sicher nicht, aber ich dachte so Oktober, Dezember. Jetzt mit dem Bild denke ich, dass es schon früher kommt. Vielleicht August, September schon. Also da bin ich auf jeden Fall gehypt. Aber auf jeden Fall, Evoli ist interessant, finde ich. Vor allem, es hat ja so viele Entwicklungen. Und dann noch das mit den speziellen Attacken. Ich weiß nicht, wie die es machen wollen. Aber wenn dadurch Blitzer, Flamaga, Aquana, Nachtaga, Psyana zum Beispiel besser werden durch eine bessere Attacke, dann ist das auf jeden Fall nicht schlecht, weil die sind allgemein bisher schon sehr stabil. Und wenn sie dann noch besser werden, dann nur her damit. Ich freue mich auf Evoli. Vor allem braucht man ja mehrere Shiny-Formen von Evoli, damit man garantiert jede Entwicklung Shiny bekommt. Ist ja nicht garantiert, ist ja Zufallsprinzip. Psyana und Nachtaga kann man bestimmen, indem man 10 Kilometer mit ihm geht als Buddy und dann entweder bei Tag oder Nacht entwickelt, muss dann immer noch der Buddy sein. Aber Aquana, Blitzer und Flamaga sind Zufall, es sei denn, man hat noch die Namen übrig, Rainer, irgendwas anderes und irgendwas anderes. Ich kann mich nur an Rainer erinnern. Wenn man die Namen noch übrig hat, dann kann man bestimmen, zu was sich das entwickelt. Ich habe Blitzer und Flamaga noch übrig, also ich habe Rainer verwendet. Die anderen 2 hätte ich theoretisch noch übrig, was ich vielleicht verwenden werde, weil wenn nicht, dann kann es echt dumm laufen und man kriegt, keine Ahnung, 10 Aquana hintereinander. Bisschen übertrieben, aber so kann es echt passieren. Also, dass man da alle 5 Evoli-Entwicklungen als Shiny bekommt, ist schon eine Herausforderung. Deswegen denke ich auch 2 Tage. Und wie gesagt, dann braucht man noch ein paar in Reserve für die 2 neuen Entwicklungen. Schreibt dann in die Kommentare, was ihr davon haltet. Seid ihr A, überrascht und B, gehypt auf Evoli C-Day? Und dann gibt es noch eine möglicherweise andere Neuigkeit, und zwar wurde was getweetet, möglicherweise jetzt dieses Wochenende, Samstag, Sonntag, dass Lugia wieder da ist für die Zeit des GoFest und Regia ist dafür verschwindet, also für die 2 Tage, jetzt nicht für immer. Ich habe jetzt nicht allzu viel davon gehört, ich weiß jetzt nicht, ob das 100% bestätigt ist, aber nur für den Fall der Fälle, damit ihr Bescheid wisst, morgen vielleicht und übermorgen Lugia. Ja, das war's von mir, ein paar Neuigkeiten zu später Stunde. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab, neuer Shop, neue Preise, lohnt sich auf jeden Fall und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.